Jetzt kommt jemand, der wird unser Herz im Sturm erobern. Achtung, Achtung. Ja, Achtung, Achtung. Der ganze Abend gibt schon Mädelbähnle und überhaupt. Und jetzt kommt einmal etwas für die Frauen. Jetzt kommt nämlich einmal ein richtiger Mann. Jo. Raus geht er. Mr. Bombastik. Soll man ihn reinlassen? Bühne frei für Mr. Bombastik. Seid ihr bereit für die nächste Stufe? Dann zieht euch warm an. Es ist Zeit für Mr. Bombastik! We are from Bombastik, Romantik, Fantastik. Rufen, hallo Mohammed. Wenn ich rufe, hallo Busenbeck, macht ihr hallo Mohammed, ja? Hallo Busenbeck! Hallo Mohammed! Oh, ich glaube, ihr könnt noch ein bisschen mehr, hä? Hallo Busenbeck! Hallo Mohammed! Okay, krass, Leute. Ist gut. Ich bringe euch noch was bei, ja? Hat jeder was zu trinken? Heute zeige ich noch, auch mal hoch. Nehmt mal Gläser in die Hand. Ah ja, oh. Also ihr sagt ja Prost, ja? Ich sag Schüderin. Also. Wenn ich sage Schüderin, sagt ihr Schüderin, dann trinkt mal einen für den schönen Abend, ja? Also, Schüderin. Gülle, Gülle. Alter, wo ist trinken? Die Schaffe? Krass. Also, ich bin heute Abend hier. Ich will euch so mal so krass Geschichte erzählen aus meinem Leben. Das ist wirklich krass. So angefangen von Geburt, also bis Ausbildungsstelle. Ja. Und also mein Deutsch ist noch nicht so gut, aber ich probiere es, ja. Okay, also. Meine Mutter war schwanger mit meinem Bruder Ali und mir. Und ich glaube, wir waren so 9 Monate im Bauch so, ja. Und ich stand zu meinem Bruder. Aldi, Bruder, ich habe keinen Bock mehr auf den Laden. Ich will raus. Aber du wirst immer dicker, Aldi. Ich habe kaum Platz, du Fetttrommel. Aber da habe ich so Druck gemacht. Und die Mutter dann, Aldi, hala, 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 hala. Habe ich gehört, so wie sie anruft. Niemand erreicht, war auch niemand zu Hause. Ah, auf einmal ist die so in BMW, ja, BMW, rein und hat voll Stoff Gummi gegeben. Halte. Habe ich so gemerkt im Bauch so, halte. Voll Adrenalin, ja. Gib Gummi, ey. Halte, auf einmal nichts mehr Adrenalin. Ich halte, was geht ab? Ich war neugierig, ja. Ich so Kopf mal rausgestreckt. Halt, war Blaulicht und Polizei. Also, zack, ich wieder Kopf rein. Ich war total aufgeregt. Ich zu meinem Bruder. Halt, wir haben ein Problem. Die Polizei ist vorne. Wir müssen hin raus.
so Stress schon gehabt, war ich ganz am Anfang. Naja, weil man sieht so gerade bei Babys sind, weiß jemand, was Babywindeln auf Türkisch heißt? Güllehülle. Ja, ist krass, ne? So schöne Sprache, türkische. Ja, da habe ich schon ein paar voll gemacht, bis ich so in Schule kam. Also hier an dieser Stelle muss ich jetzt mal was sagen. Also an euch Felser, dicker Daumen. Ihr mit Integration habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Naja, ich war so im Schulhof gestanden, Alter. Zweimal Kollegen, ja. Hey, Mohammed, komm mal rüber. Alter, okay. Was geht ab, ne? Aber ich muss zu, er wollte dich integrieren. Aber du musst halt ein Pelzer werden. Also haben wir uns also zusammengetan und beschlossen, du hast den Zippi. Okay, Zippi ist gut, alles klar. Oh, ich war so stolz, weißt du, ne? Integriert. Oh, ich bin integriert. Ich nach Hause zu Mama. Alter, Mama, ich bin integriert, Alter, ich heiße Zippi. Da hab ich gleich eine gehabt. Nein, Mohammed, du bist Türkebu. Okay, dann hab ich zurück, bin hoch, kam mein Vater, ich wieder runter. Alter Vater, ich bin Pelzer, ich bin integriert, ich heiße Zippi. Alter, hab ich wieder eine gehabt. Nein, Mohammed, du bist Türke. Okay, ich wieder hoch zu meinem Bruder Ali. Alter, dasselbe Spiel habe ich auch wieder eine geklatscht bekommen. Ich war schon traurig. Ich so in die Schule gekommen, ja, die Kinder dann so. Herr Mohammed, und wie waren da, also Sebi war es ja, ne? Herr Sebi, wie waren so der erste oben als Pelzer? Alter, frag nicht. Kaum bin ich Pelzer, habe ich Schlägerei mit drei Türken.